Kupfer und Zink, das haben wir vorhin gehört, gehen wohl langsam zur Neige. Keine Sorgen machen müssen wir uns um eine Substanz, die in Berchtesgaden in einem Bergwerk gewonnen wird. Und das seit 500 Jahren. Vergleichbare Betriebe in aller Welt mussten bereits schließen, denn sie sind unrentabel geworden. Nur das bayerische Traditionsunternehmen ist so wirtschaftlich und ergiebig wie damals. Sonst hätten sie die kleinen weißen Körnchen nicht zu Hause und das, was sie abends zum Fernsehen knuspern, hieße Letten oder Stangen. Lernen Sie es jetzt kennen, das bayerische Hightech-Unternehmen aus dem 16. Jahrhundert. Lederhosen und Dirndl muss in Bayern einfach jeder schon mal angehabt haben. Aber auch an dieser seltsamen Kluft kommt man irgendwie nicht vorbei. Es ist für den Alpenländer so selbstverständlich wie ein Ausflug zum Oktoberfest. Ein Besuch im Salzbergwerk Berchtesgaden. Auch für Jenny und Tobi geht es heute weit in das Haselgebirge hinein. Mit der echten Grubenbahn bis in eine Tiefe von 130 Metern. Salz liegt in der kühlen Grotte in der Luft, beinahe wie am Meer. Der Vergleich ist gar nicht mal so abwegig. Vor Jahrmillionen war diese Decke einmal Meeresboden. Seit 1517 wird in diesen Stollen Salz abgebaut. Und das Erstaunliche dabei ist, bis heute ertragreich. Einfahrt in den Berg zur Schicht unter Tage. Keine Selbstverständlichkeit. Überall in Europa müssen Bergwerke aus Kostengründen schließen. Aber in Berchtesgaden wird munter weiter Salz gefördert. Wie kann das funktionieren? Gehen wir der Sache auf den Grund. Die Besucher müssen auf traditionelle Weise nach unten kommen. Nicht jedermanns Sache. Außen und hoch die Beine. Ja, jetzt wird's besser. Okay. Alles klar. Ist ja noch mal gut gegangen. Hier ist es, das weiße Gold. Der vielleicht größte Schatz der Bayerischen Alpen. Es ist zwar heute nicht mehr so wertvoll wie das echte Gold, dafür kann man es essen. Das Salz zu gewinnen ist gar nicht so einfach. Zunächst wird mit Sondierungsbohrungen nach einer ergiebigen Salzschicht gesucht. Ist der Salzgehalt im Gestein vielversprechend, werden schwere Geschütze aufgefahren. Vortriebsmaschinen fräsen einen Stollen bis in die Nähe der Lagerstätte. Dann haben die Bohrmaschinen Pause, denn das Salz wird hier nicht einfach aus dem Berg geschlagen. In Berchtesgaden betreibt man nämlich den sogenannten nassen Abbau. Kernstück dieses Verfahrens, eine Spülanlage. Naja, Rohre eben. Die Begeisterung von Jenny und Tobi hält sich in Grenzen. Auch die Erklärungen sind anstrengend. Um die Faszination dieser Technologie wirklich zu begreifen, muss man in die Vergangenheit schauen. Diese Pumpanlage, Baujahr 1796, funktioniert heute immer noch. Sie pumpt Sohle nach oben. Sohle, das ist eine hochkonzentrierte Salzlösung. Früher hat ausschließlich natürliches Grundwasser das Salz aus dem Gestein gelöst. Schon damals haben die Menschen in Bad Reichenhall die weltweit besten Pump- und Bohrtechniken entwickelt, um das salzhaltige Wasser aus dem Gestein zu schöpfen. Ein Wasserrad versorgt über ein ausgeklügeltes System die Pumpe mit Energie. Über Jahrhunderte wurde diese Technik hier immer weiterentwickelt. Heute überlässt man das Lösen des Salzes nicht mehr allein der Natur. Die Bohrmeißel fressen sich in die salzhaltigen Schichten. Moderne Spülanlagen pumpen dann Wasser in den Untergrund und fördern das gelöste Salz an die Oberfläche. Wie vor 200 Jahren sind die Berchtesgadener mit dieser Technologie auch heute der Konkurrenz immer noch einen Schritt voraus. Über eine 20 Kilometer lange Pipeline wird das Salzwasser dann über die Berge gepumpt. Bis nach Bad Reichenhall. Hier in der Saline muss das Natriumchlorid, unser Kochsalz, von den anderen gelösten Mineralien, wie zum Beispiel Gips, getrennt werden. Nach mehreren Filterdurchläufen bleibt eine 27-prozentige reine Kochsalzlösung übrig. Genauso hoch übrigens wie im Toten Meer. Wer hier hineinfällt, kann jedenfalls nicht untergehen.
Durch dieses Auswaschen entstehen große Hohlräume im Untergrund. Schön anzusehen, aber nicht ungefährlich. Sie werden nachher mit Grundwasser wieder aufgefüllt, um ein Einstürzen zu verhindern. Das Löseverfahren hat man in Berchtesgaden perfektioniert. Dank solcher Hightech-Anlagen können die Bad Reichenhaller bis heute mit Billiglohnländern konkurrieren. Nur, wie bekommt man das Salz wieder aus der Sohle heraus? Mit großen Heißlufttrocknern. Sie verdampfen das überschüssige Wasser. Ein geschlossener Wärmekreislauf optimiert dabei den Energieverbrauch. Die großen Behälter spucken 900 Tonnen Salz aus. Jeden Tag. Dann geht es ab in die Verpackung. Ob als Pökelsalz für ungarische Salami oder als Speisesalz für unsere Küche. Ein klein wenig von der Produktion bleibt da allerdings noch übrig. Es landet als Streusalz auf der Straße. Man könnte es problemlos aufs Frühstücksei streuen. Es enthält zwar keine Zusätze wie Jod oder Trennmittel, doch es ist genauso rein wie das teure Markensalz aus dem Supermarkt. Salz gibt es noch genug in den Berchtesgadener Alpen. Und dank der modernen Förderanlage ist nicht zu befürchten, dass nur Touristen von der Schicht kommen. Denn noch ist er lange nicht Geschichte. Der älteste Hightech-Standort Bayerns. Wir bleiben tief unten und gehen weiter zurück.